herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr merkt bestimmt, dass ich so ein kleines Videomarathon am Laufen habe. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Videos gleich online gekommen sind, aber ihr werdet das natürlich feststellen. Ich habe ja meinen Urlaubsvlog gemacht mit dem Haul dabei, was ich in den Urlaub geshoppt habe. Mein Schminkkörbchen habt ihr, glaube ich, gesehen. Und dieses Video möchte ich gerne auch noch ganz schnell drehen, damit alles soweit fertig ist. Und zwar mein Aufgebraucht-Video. Ich habe ja bei dem, was habe ich in meinem Koffer drin oder in meinen Kosmetik- und Pflege- Etui, habe ich ja gesagt, dass ich zwei verschiedene Tüten mit hatte und ich habe auch zum Teil auch ganz viele Sachen eingepackt, aber ich habe mich dazu entschlossen, noch vor dem Urlaub noch ein paar Produkte aufzubrauchen, damit ich dann nicht zu viel habe und dafür habe ich dann auch ein paar Sachen ersetzt. Genau. Wir fangen jetzt einfach mal direkt an. Ich habe die Tüte von dem letzten Video noch hier drin und das werde ich auch nehmen für die aufgebrauchten Produkte. Weil es ist schon ziemlich viel. Bei einigen wisst ihr ja, was, dass ich die mag. Und bei anderen mache ich noch so eine Mini-Review. Und ja, wir fangen an mit was Einfachem. Und zwar die Evelyn Maxi Wattepads. Die habe ich wieder aufgefüllt. Als ich vom Urlaub wieder kam am Montag, habe ich einiges erledigt. Also ich war schon fleißig. Ich habe direkt Pinsel gewaschen, die ich benutzt habe, neu aufgefüllt, neu umgefüllt an meinem Schminktisch, was ihr gesehen habt und so weiter und so weiter. Und das habe ich jetzt die restlichen aufgefüllt. Liebe ich, mag ich zum Abschminken, zum Gesichtswasser auftragen, Nägel ablackieren schon mal, wenn ich keine kleinen zur Hand habe. Und finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe aber jetzt, von Isana aufgefüllt. Oder teils. Ich hatte ja noch ein bisschen was von den großen noch von Evelyn. Und das habe ich, wie gesagt, aufgefüllt gehabt. Also noch mit Isana und das noch, ne? Genau, und Evelyn. Das habe ich nicht aufgebraucht. Das benutze ich sehr wahrscheinlich irgendwann beim Pinselreinigen. Das war mal ein Geschenk von einer damaligen Kollegin. Darüber möchte ich nicht sprechen, weil, ne, andere Geschichte. Aber ich wollte unbedingt diese Sachen loswerden. Ich hatte ja damals davon einen Bodylotion und einen Duschgel und das fand ich nicht so prickelnd und ich wollte es unbedingt weghaben aus, ja, persönlichen Gründen und das wollte ich jetzt auch dringend weghaben. Das war eine Seife oder ist noch eine Seife und das wird dann irgendwann in den kommenden Tagen, wenn meine Pinsel so dreckig sind, dann benutze ich die. Und ja, das ist dann halt dann für mich erledigt. Dann habe ich von Neutrogena, hatte ich im Urlaub mitgehabt, Reinigungstücher, Gesichtstücher, fand ich klasse. Es war sehr gut mit Feuchtigkeit durchtränkt. Ich hatte danach keine Rötungen, keine Pickel, keine Reizungen, kein Brennen, kein gar nichts. Würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Neutrogena ist zwar ein Ticken teurer als BB und Isana und Balea und Evelyn Tücher. Oder auch Tücher, die ihr schon mal bei mir gesehen habt, generell. Aber es lohnt sich, weil das ist Hydra Boost, eine so schöne Aqua-Reinigungstücher. Also richtig, richtig toll, muss ich sagen. Fand ich sehr gut. Möchte ich auch wieder nachkaufen. Kleinen Moment eben. So, da bin ich wieder. Sorry, meine Speicherkarte war voll und jetzt geht es weiter. Dann habe ich noch Nagellackentferner mitgehabt. Da war jetzt nicht mehr ganz so viel drin, aber ich habe gedacht, komm, brauchst du die im Urlaub auf, weil ich hatte vor, zwei Nagellacke
im Wechsel so ein bisschen zu lackieren. Und zwar von Designer Nagellackentferner acetonfrei. Habe ich sehr, sehr häufig gekauft, sehr häufig gezeigt. Mag ich sehr gerne. Lackiert Glitzerlack, Schimmerlack und auch normale Nagellacktöne ab. Und ich meine auch, dass die ein bisschen größer ist als von Ebony, glaube ich. Und ich kaufe die häufiger nach, weil ich sehr häufig gerne in Rossmann bin als in DM irgendwie. Ja, liebe ich. Das werde ich auch wieder nachholen. Ich habe auch noch eins in Verwendung angefangen. Dann habe ich Listerine Cool Mint aufgebraucht. Habe ich schon mal gekauft. Ist leicht scharf, aber nicht zu scharf. Hat so einen schönen minzigen Geruch und Geschmack im Mund und ich fühlte mich dadurch gepflegt in dem Mundraum. Genau. So, das brauche ich eigentlich. Moment. Das brauchte ich eigentlich nicht immer zeigen. Ihr wisst, ich liebe diese Serie. Ich habe jetzt momentan die Serie. Brauche ich natürlich auf, ne? Ich habe die ja noch. Aber ich habe ja auch noch Nivea-Produkte, die ich ja jetzt komplett testen möchte. Mit Spülung, mit Shampoo, mit dem Spray. Und das möchte ich testen. Komplett. Das ist diese roséfarbene Flasche. Und mal sehen, wie die ist. Aber mein Favorit ist trotzdem immer noch das. Und wenn Nivea komplett gut ist, die Nivea Haarmilch-Serie. Vielleicht ist das dann irgendwann Geschichte, aber ich glaube, ich werde bestimmt darauf zurückgreifen, wenn das andere zum Beispiel ausverkauft wäre. Ja. Der Geruch ist toll, die Pflege ist toll, alles ist super. Dann habe ich im Urlaub von Altera Cremedusche Bio-Baumwolle und Bio-Inkanuss aufgebraucht. Der Duft war klasse. Es roch sehr frisch. Ich hatte im Urlaub keine Bodylotion mit oder Proben-Bodylotion. Aber das brauchte ich Gott sei Dank nicht, weil es hatte eine sehr pflegende Wirkung gemacht. Also keine zu trockene Haut. Ich musste zwar mit meiner Aqualotion, was ich noch hier habe, mein Gesicht eincremen. Aber ja, ich hatte halt eben das Bedürfnis. Aber so generell Körper... Super Duft, würde ich auch nachholen. Dann habe ich einmal eine Maske aufgebraucht in Doppelpack. Das waren solche Schlammmasken mit einmal mit Amour Rose, also Rose, und einmal mit, Moment, das war einmal Schlammmaske mit Rose und einmal Schlammpackungen stehen hier nur. Naja, auf jeden Fall hat es sehr gut getan. Es hat sehr gut angetrocknet. Ich hatte aber danach beim Abreiben keine Rötungen, keine Pickel. Fand ich gut. So, hatte ich mal von Action gekauft. Dann habe ich noch nicht aufgebraucht, aber ist schon große, große Liebe, diese Tarts. Vom Bolsius, ich meine aus der Feko damals, habe ich so Weihnachten bekommen in der Geruchsrichtung Magnolie. Liebe ich, würde ich auf jeden Fall nachholen, wenn es in so einer Form so ähnlich gäbe. Und duftet sehr schön dem Raum und einfach nur klasse, als hätte es einen frischen Blumenstrauß. Dann habe ich endlich die Balea Aqua Wasserspray aufgebraucht. Ich hatte das so, so lange in Verwendung und für Sommer, für so zum Make-up fixieren und zum Abkühlen oder wenn es mir nicht so gut ging, Kopfschmerzen, habe ich mir das auch ein bisschen aufgesprüht aufs Gesicht und war sehr gut. Würde ich auch nachkaufen. Dann habe ich endlich aufgebraucht, gestern sogar, als ich die Pinsel gewaschen habe, Pinsel-Shampoo von Rossmann For Your Beauty fand ich nicht gut.
Bei manchen Sachen brauchte ich etwas mehr, bei manchen viel, viel weniger. Ich fand es sehr umständlich. Ich habe es halt getestet. Ich liebe Pinsel mit Seife zu waschen, Kernseife und jetzt oder jetzt die andere Seife. Und ne, fand ich nicht gut. Die Handhabung war doof. Trotz schönem Verschluss kam dieses Shampoo-Zeug nicht gut raus und musste immer wieder drücken. Dann kam dann immer so viel raus. Wow. Meine Pinsel waren zwar danach auch sehr weich, nicht strohig, aber ne, von der Handhabung her war das nicht gut. Habe ich halt mal getestet. Ich glaube, ich gehe mal lieber hier auf den Schoß. Dann habe ich aufgebraucht Fuß- und Bein-Eisgel. Endlich nach langem Gebrauchen habe ich bei viel, habe ich ja auch mitgehabt für ja, viele Wanderungen, viel Spaziergänge. Da taten mir auch die Füße weh und Beine. Und ich habe das auch für ja, Abkühlen meines Krampfes genommen. Ich hatte eine Nacht einen super schlimmen Wadenkrampf und habe das dann die Nacht drauf getan und dann ging es dann wieder. Und ja, es ist ekelhaft, wenn man einen Wadenkrampf hatte. Ich hatte wahrscheinlich mein Bein wieder die Nacht überstreckt und dann war es passiert. Aber es war sehr erfrischend, sehr angenehm, kühlend. Würde ich auf jeden Fall nachkaufen, aber erst werden die anderen Produkte leer gemacht. So, dann habe ich auch gebraucht, wie immer, Kind-Hörgeräte-Batterien kennt ihr auch von mir. Dann, ja, dann habe ich ganz, hier ist auch nochmal Kind-Hörgeräte-Batterien. Dann habe ich ganz viele Balea-Proben aufgebraucht. Ihr habt ja gesehen, ich habe die komplette Serie gezeigt. Und ich habe mich, wie gesagt, dazu entschlossen, zum größten Teil noch, wenn ich noch hier zu Hause bin, das noch zu benutzen und den Rest mitzunehmen. Und wenn ich dann halt nicht viel habe, dann konnte ich mir was von meiner Mutter schnorren. Aber es war nochmal alles gut gegangen. Ich werde das jetzt alles mal einmal rausholen, die ganze Serie. Ich glaube, das hat so den meisten Platz hier in der Tüte eingenommen. Und zwar die Balea Magic Winter Kollektion aus dem Kalender. Da habe ich Cremeduschen aufgebraucht. Die habe ich hier zu Hause schnell mal eben leer gemacht. Das war einmal 3 Stück. Einmal mit Orangen- und Zimtduft, es war sehr würzig, konnte ich 2-mal benutzen. Mit Lebkuchenduft und mit Veilchen- und Himbeerduft, das war sehr süß. Lebkuchenduft war würzig süß und das war zitrisch süß in einem würzig. Es war okay, ich habe jeden 2-mal Verwendung geschenkt. War aber auch froh, dass die hier noch zu Hause aufgebraucht wurden. Im Urlaub habe ich Spülung und Shampoo aufgebraucht, nur für einmal. Weil ich habe ja, wie ihr wisst, lange, dichte, dicke Haare. Es war okay. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass meine Haare strohig und glanzlos waren. Es war okay. Gibt es ja auch nicht in der großen Größe, möchte ich auch nicht nachholen. Es steht zwar wintergestresstes Haar, wir haben keinen Winter, aber ich habe es einfach genommen, war okay. Und ja,